Wop, 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 wop. Wop, 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 wop. Willkommen zu. Why not Zeitbook? Well, sir, follow me. Genau. Welche Folge ist es denn? Die. Die gute Folge, oder? Endlich. Ja, wo bin ich denn hier? Heute wieder leider ohne Christopher, denn der ist unterwegs. Genau. Ich bin hier gerade in irgendeinem Schiff gespawnt, wo nur noch die Hälfte da ist. Wir sind auf jeden Fall in einer neuen Aufnahmesession und wir haben auch eine neue Spielversion mittlerweile. Richtig. Stimmt. Und zwar die Version irgendwie keine Ahnung was und Boah. Es gibt Turrets. Es gibt Turrets, die automatisch Satelliten anvisieren und es gibt Wheels, also es gibt Räder, mit denen man fahren kann und solche Artificial Gravity Generators oder sowas. Ja, irgendwie Massegeneratoren, sowas ähnliches. Irgendwie sowas. Aber eigentlich müssen wir jetzt mal... Das sind die Gatling-Turrets oder so müssten das sein, ne? Genau. Und angeblich, du hast gesagt, die können Meteoriten abschießen. Die zielen automatisch auf Meteoriten, ja. Das wäre natürlich großartig, cool, ne? Auf unsere Station... Oh, warte, dämpft das an. Ich flog hier gerade sonst wohin. So, ich habe das mal angefangen hier zu bauen. Ich weiß nicht, was man dafür braucht. Irgendwie bin ich gerade so ein bisschen am Laggen. Ich muss mal kurz... Ich habe einfach alles für dieses Turret dabei, was man braucht. Echt? Wie kann das denn sein? Bin ich eigentlich zwischendurch gestorben? Wieso habe ich denn, wieso, egal. Ja, freu dich doch. Ja, ich freue mich tatsächlich auch gerade sehr. Ja, fetzt, komm, aber jetzt auf jede Seite eins. Ah, die brauchen ja gar nicht mehr so viel, ne? Das geht ja echt. Da zielt er, boah, ist das geil. Bam. Und jetzt... Wie das so mitten auf diesem Gerüst einfach ist. Und jetzt muss man nichts ist fertig, außer das Turret. Jetzt muss man wie muss man da Munition reinpacken oder was? Ich weiß nicht, lass mal gucken. Da NATO 25 mal 184. Ach genau, die können wir in den Dingens bauen hier. Kannst in du das machen? Ja, aber wieso? Ich leck gerade ganz übel. Ich muss gleich mal gucken, ob ich irgendwas auch im sehr Hintergrund ungesund. Hab. So, ja, ich geh mal ganz kurz gucken, warum das Spiel so krass leckt gerade. Ja, und möchtest du den Satz vielleicht noch zu Ende führen, wo man die Munition baut? Ja, die baut man im Assembler, wo man alles baut in diesem weißt Spiel. Weißt du, was man dafür braucht? Nee, ich guck gleich. Das interessiert mich schon sehr. So, ich werde jetzt mal kurz hier das ausmachen und dann bin ich wieder bei euch. Ja, mach das mal aus. Genau, ich mach das jetzt aus. Das nennt sich Internet. Vielleicht ist das schuld. Wieso habe ich denn so viel Zeug dabei? Unglaublich. Und warum ist das auch so lange her schon, dass die letzte Session passiert ist, dass ich mich kaum noch daran erinnern kann? Weil... Ach, ja genau, ich vergaß immer, wenn... Ja. Nee, weil ist so. Muss so sein. Ach so. Ja, ist auch besser, ne? Genau, das da, ja. Immer wenn man keine Antwort hat, einfach Scheiße labert. Das klappt dann immer. Bin ich ja echt mal gespannt, ey. Und ansonsten bleibt das einfach an. Was? Das Turret? Ich glaube schon. Aua. Ich weiß es jetzt echt nicht. Verliert ich ja ich kenne die nur als diese Dinger, die man baut und die nichts machen. Ja. Aua, 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 aua. Das hört sich schmerzhaft an. Ja, ich bin in deinen, ich bin vom was ist das denn? Construction Components, ziemlich viele. Ich bin vom Dach gefallen oben und bin danach noch Schiff in deinen gelandet. Thruster gelaufen. Oh, ach, der ist noch an? Ach stimmt, ich habe ja für 170 Tage irgendwie da Energy. So, der Thruster von deinem Bohrer, der ist sowieso noch an, oder? Jo. Tools. Ah, da ist sie ja. Nick. Ammo-Container, aber das wird wahrscheinlich reichen, ne? Da braucht man Eisen, ja, Nickel und Magnesium für. Wow, warte, ich muss mal kurz, ich komme. Komm, ich mach erstmal, ja. Kannst du wahrscheinlich mit deinem Bohrer mal jetzt was machen, oder? Ja, warte mal. Ach, was soll ich holen? Eisen, Dingens, Magnesium und Nickel. Wo ist denn der Bohrer? Das ist irgendwo in diesem Ding. Der steht hier auf der Station. Ach, steht super. Der. So halb, also. Der liegt hier. Ach, da unten, ich sehe schon da, wo es grün leuchtet. Es gibt übrigens auch Räder mittlerweile. Keine Ahnung, wozu die gut sind, aber ich find's cool. Ja, damit kannst du umfahren, kannst du Strecken bauen und so, weil diese Leute haben ja ganz viele, diese Leute, ja. Die dieses Spiel spielen, haben ganz viele... Diese Nerds, ne? Diese ganz komischen. Richtig. Ganz schlimm, solche Leute. Kann man einfach nicht tolerieren. Construction Components. So, was willst du haben? Eisen, Nickel und Magnesium. Ja, Eisen, komm mal her, da habe ich bestimmt noch ganz viel hier drin. Das ist ja das... ja. Was fliegt denn da hinten?
Was Ach stimmt, ich wollte auch noch irgendwann diesen Lagerbehälter hier hinten ranbauen, fällt mir gerade ein. Nein. Hier den Drill muss ich, ne? Genau. Da hinten ist irgendein Zielvisier. Ja, sehe ich auch gerade. Keine Ahnung, was das ist. Du hast nichts mehr hier drin. Achso, nee, dann nicht. Ich guck mal eben, was hier Gelbes ist. Warte mal, vorher. Ja, ich soll warten? Achso, nee, du musst nicht warten, nee. Also, ich hol dir jetzt mal Eisen. Hier, kannst du mal den Zuschauern zeigen, wie das aussieht, wenn ich jetzt bohre mit dem Licht und allem? Ja. Sieht mittlerweile um einiges epischer aus als vorher. Oh, hier sind überall Löcher drin. Wo bist du denn überhaupt? Hier sind so viele Beacons. So, Nickel haben wir hier noch drin, Eisen haben wir auch noch drin. Und was war das andere? Wir müssen mal so ein paar von diesen bescheuerten Beacons ausschalten, man sieht ja nichts mehr. Magnesium haben wir leider nicht mehr, aber Displays. Achso, die sind in dem Cargo-Container. Ach, da. Da explodiert gerade wieder irgendwo was. Oh, hier ist auch ein Loch drin wieder an der Seite. Hm. Überall Löcher, alles geht kaputt. Ach, deswegen waren noch die Sachen da drin kaputt. Oh, hier ist einfach ein Loch drin. In unserer Station. Hm. Das gehört aber nicht hin, oder? Das ist richtig. Aber leider ist der Reaktor jetzt exposed. Das ist natürlich irgendwie uncool. Und hier ist auch ein Loch. Oh. Wo ist da unten? Ja, ich grab mich gerade so bis zum Anschlag. Magnesium ist das Wichtigste gerade. Magnesium, okay. So. Durch das Schiff. Nee, ist das heil übrigens. Das kann man schon benutzen. Und dann tue ich jetzt hier in den Large Cargo Container schon mal Motor rein. Muss man finden, das ist Nickel, Uran, Silber, Platin, Kobalt. Wir haben gar kein Magnesium mehr drin in diesem fetten Brocken vor uns, glaube ich. Mal gucken, ob ich einen finde, wo wir Magnesium haben. Vielleicht da hinten. Magnesium ist auf jeden Fall am wichtigsten. Ja. Weil Eisen und Nickel ist ein bisschen drin. Also Eisen dürfen wir eigentlich noch eine ganze Menge drin haben. Nö, haben wir nicht. Nee. Also nicht hier. Wir haben aber doch... Ich kann 8 Tage mit diesem Ding Vollpower fahren, so viel Uran ist da drin. Business Shipment? Wir haben übrigens nur noch das Beacon auf der Station an, sonst keins. Nee, ich meine, ja, also bei mir ist es auch, weil ich den Ore-Detector habe, ich sehe einfach jedes Eisenvorkommen auch noch. Jedes bisschen Scheiße. Genau, also deswegen habe ich überall Schrift hier rumflattern. Ganz verwirrend. Ach, Scheiße! Entschuldigung. Ah! Ich hab den Dämpner vergessen. Oh Gott. Ich hab vergessen, den Dämpner auszumachen. Bin mit einem Berg reingekracht. Aber das ist ärgerlich. Hab, glaube ich, sogar nichts kaputt ge. Sag bloß, das Ding ist heil geblieben. Da hinten kommt so ein Commercial Freighter angefahren. Ja, lass mich mal gucken, dass ich irgendwie. Escort. Ich hab mich gerade so richtig schön jetzt in den Berg reingebohrt. Ich muss gucken, dass ich irgendwie wieder rauskomme. Ich glaube, ich hole mal den Military Escort da hinten. Mach ich das. Ich bin gestorben. Ja, ich hätte das Jetpack anmachen sollen. Das ist eine Katastrophensendung hier gerade, du. Ah, ich hau den Bohrer kaputt, du stirbst. Aber ich habe ein neues Schiff bekommen. Das war schön. Jetzt brauche ich mein grünes gestorben. Schiff nicht mehr. Wahrscheinlich wegen dem Patch oder so, ne? Ja. Ui. Und, der Bohrkopf ist abgerissen worden, schade. Aber sonst ist das Schiff fast noch heil. Ja, das ist, ich hab gedacht, ich bin echt mit, ich weiß nicht, 60, 70 Meter die Sekunde bin ich in den Berg reingekracht. Ärgerlich. Und hat mir, glaube ich, echt nur vorne den Bohrer kaputt gehauen. Naja. Ja, die Lichter sind auch noch heil. Puff. Hätte auf jeden Fall schlimmer, ja, hätte schlimmer kommen können. Wobei ein Bohrer ohne Bohrer ein bisschen zweckentfremdet ist, irgendwie ein bisschen sinnfrei. Deswegen baue ich dir jetzt gleich mal einen neuen ran. Oh oh. Nicht so starke Thruster unten drunter. Ja, shit, ich brauche Steel Plates. Ich kann gerade, okay, ich komme wieder zurück. Ich habe geschafft, meinen Bohrer irgendwie ein bisschen, ja, zu zweckentfremden. Das ist jetzt nur noch ein Raumschiff ohne Bohrer. Komm, stell dich mal daneben. Wie ärgerlich, ey. Ziemlich. So, ich hab mich geschafft, seitwärts da reinzurammen in den Berg. Eigentlich könnte man das Ding komplett abbauen hier, dieses Schiff. Welches? Oder zumindest das alte Schiff jetzt abbauen. No. Ja, nicht mehr. So, wo wollte ich denn jetzt gerade hin? Zum, Wir haben doch bestimmt Steel Plates da irgendwo in der Station, oder? Nee.
Ne? Ja, du kannst halt was abbauen irgendwie, ne? Ja. Da den Escort, den hole ich jetzt. Ich baue jetzt was von diesem gelben Ding ab, was auch immer es ist. Ja, am besten nicht das, was ich gerade dahingestellt habe. Nee, ja. Nicht das, was unter der Station steht. Nee, also ich habe hier so ein paar Dinger. Ich könnte nicht mal sagen, was das mal war. Ich glaube, das eine war der Minentransporter und das andere war das sehr private. Ach, dieses Doppelding, ja, also was das, da steht. So ein bisschen Schrott ist hier noch übrig, das baue ich mal ab. So. Was ist das denn? Ach, die, Oh, ist ein Loch drin schon. Oh, großes Loch. Boah, hier sind ganz viele Conveyors auch drauf, das ist ja cool. Boah, wenn das Ding noch fliegt. Geil, hier ist ein Teil oben drauf. Oh, das. Was? Kein Gyroskop. Wieso kann ich das denn nicht steuern? Trotzdem nicht. Mann, was wollte ich jetzt sagen? Hier sind Turrets oben drauf, aber hier ist nichts drin in dem Schiff. Hm. Schießen die Turrets auf dich? Nö. Hier ist auch keine Munition drin. Ich bin schon im Cockpit. Tja. Dann, wo ist denn zu Hause? Da oben. Ich habe keine Lust, das jetzt da hinzubringen. Warte, ich mach das Ding einfach aus. Mach das. Kannst ja gucken, ob irgendwas Sinnvolles ist, was du abbauen willst. Weiß ich nicht. Ich guck nochmal in die Reaktoren rein hier. Also ich könnte das. Warte mal, komm, das Uran kann man auf jeden Fall mal mitnehmen. Ja, das kannst du auf jeden Fall mitnehmen. Ansonsten Construction Components, Thruster Components, Large Steel Tubes. Ist eigentlich nichts da. Lieber so Computerteile oder so, das ist immer so. Ich baue die zwei Turrets ab und dann baue ich die bei uns neu. Das hört sich doch noch am Plan an. Achso. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie macht es voll Spaß, einfach bei Schiffen Sachen abzubauen. Ja, so ernten. Aber so kaputt machen. Aber auch mit dem Wissen, dass man das dann irgendwie also für sich selber nutzen kann. Mhm. Durchaus fragwürdig. Ja, das hat auf der anderen Seite auch nicht, weil die Schiffe sind ja leer. Ja, aber es hat so was extrem Belohnendes, irgendwie da zu sitzen und das Schiff in so ein Stahlgerüst zu verwandeln. Auseinander zu schneiden. Die Raketen. Schützt mich auch mit. Jo, vor allen Dingen hier krachen überall gerade Meteoriten rein. Ich höre es nur so im Hintergrund. Scheiße. Hast du denn schon, bist du schon etwas näher an Magnesium gekommen? Nee, ich muss gerade den Bohrer neu bauen. Der ist ja Armor-Blocks. Nicht mehr dran. Der hat sich ein bisschen in sich selbst aufgelöst. Gibt's denn andere Sachen, die. Und ich hab wieder einen Bohrer gleich. Spotlight, Spitze. Geil. Und jetzt will ich mal erstmal das Conveyor-System bauen, vielleicht. Ah, nee, vielleicht ja. Erstmal das Turret. Aber du hast ja eben zwei abgebaut, oder nicht? Ja, aber wir brauchen Munition dafür, das ist das Problem. Ach stimmt, das war's ja. Ich vergaß. So. Ja, dann Bohrer dürfte wieder heil sein. Dann gehe ich jetzt mal bohren. Ich hoffe, da fehlt nicht noch irgendwas am Schiff, das ich jetzt verpasst habe, das auch abgeflogen ist. Ich glaube nicht. Mac Bohrer Extreme macht sich wieder auf die Weg. So, was brauchen wir jetzt? Magnesium. Gut. Magnesium. Eisen, Gold. Eisen. Military Mine Layer. Mining Carriage. Da muss er aufpassen, die explodieren. Ja, da sind nur ein paar Steelplates von übrig. Ich glaube, der ist schon mal explodiert. So, und den Nuclear Reactor, den baue ich auch noch ein bisschen ab, soweit ich kann. Es heißt Nuclear. Richtig. Nuclear. Nie vergessen, ist ganz wichtig. So. Ist ja nichts drin in diesem scheiß Block hier. Was für ein Asteroid, ey.
Komm hier, ist nicht dein Ernst, komm. Das ist auch schlimm, ich wollte eigentlich nur diese. Ich wollte eigentlich gar nichts hiervon mitnehmen, habe ich gesagt, komm, nehme ich die Turrets, bitte, bin ich immer noch hier. Nehme ich dies mit, nehme ich das mit. Man wird einfach so gierig in diesem Spiel, das ist wie ja. In Minecraft. Ja. Bloß ist es nicht ganz so frustrierend, wenn man stirbt. Das stimmt. Und es sieht irgendwie cooler aus, finde ich. Gut, das ist. Nee, es ist nicht schwer, aber. Ja. Aber es sieht trotzdem cooler aus. Ja, wobei es alles sehr, sehr. Ja, sehr grau und grau. Also. Ja. Aber ich meine, die Texturen sind auch noch nicht fertig, haben die ja gesagt. Das sind ja alles eigentlich gerade. Kobalt brauchen wir nicht, ne? Ne. Na ja, da haben wir. Silber. Magnesium, ne? Ja. Achso, ich bin schon leer hier mit dem. Voll, meine ich. Ich bin voll. Völlig voll. Ich glaube, das sind Asteroiden, diese angezielten Dinger, kann das sein? Weil da fliegen gerade wieder so ein paar Ziele. Ich finde einfach kein Magnesium an diesen tollen Dingern hier, ist doch nicht zu fassen. Ganz viel Eisen. Ach, X ist Uran. Und ja. Und weiter geht's. Ja, Uran will ich nicht. Also Uran ist toll, aber will ich jetzt gerade nicht. Ist Magnesium vielleicht irgendwo anders her? Ja, geht eigentlich keine Ahnung. Nicht, ne? Ah, ich habe Magnesium. Ich muss bloß dahin kommen. Wo ist es? Irgendwo hier habe ich Magnesium gesehen. Da. 47 Meter weg. Das Turret ist noch und ganz. Und zwar muss ich mich da wahrscheinlich einmal hier durchgraben. Oder gibt es einen Krater schon? Ich finde es ganz abgedreht, wie man mit dem Schiff einfach so in alle Richtungen fliegen kann. Da, 25 Meter. Wir kommen man der sieht seine Sache Füße, doch. Es ist ein gutes Spiel. Es bleibt spannend. 16 Meter. 15 Meter. Ob der Tim da ankommen wird. 14 Meter und gleich ist das Schiff auch. Da sind wir in der nächsten Folge. Let's Play. Space Engineers.